Hallo und zurück im Kanal. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast, um mit uns heute um die Third Bridge nach Xacanaxa zu fahren. Eigentlich sind es nur ein paar Kilometer in dieser Region des Okavango-Deltas. Aber wie wir feststellen mussten, ist die Linie von Third Bridge nach Xacanaxa hier rot gekennzeichnet, kaputt. Und so helfen uns auch die Hinweisschilder nichts, denn die Brücke ist nur noch als Fußbrücke verwendbar. Die Fahrzeugbrücke ist zusammengestürzt und so improvisiert man hier mit einer Fußbrücke. Für uns bedeutet es jedenfalls, uns auf den Weg zu machen. Die Second Bridge hier von der kaputten Seite musste umfahren werden und so starten wir dann unseren Weg. Es war eine schöne Fahrt und sehr erlebnisreich. Und ich lasse euch einfach mal mit den Bildern und Aufnahmen allein, denn es war wirklich ein sehr schönes und interessantes Tierleben zu beobachten. Vor allen Dingen jetzt auf dem Weg, wo wir am Weg und auf der Strecke zu den sogenannten Paradise Pools kommen, die wirklich paradiesisch waren, wie der Name es schon sagt. Schaut selbst! So blank gefressen. Und hier kommt dann das Hippo oder die Hippos raus. Es ist schon eine wirklich atemberaubende Gegend, diese Paradise Pools. Und es lohnt sich hier wirklich, einfach mal den Motor auszustellen und die Linse mal in die Hand zu nehmen. Und David hat gleich einiges entdeckt. Es ist eine faszinierende Stille. Und die Vögel, die ihr jetzt seht, tun das ihrige. Es ist ein Zwitschern und Tirillieren. Aber eine unglaublich friedliche Stille. Die Leschwe-Antilopen, die Spechte, alles geht hier seinem Geschäft nach. Und es war wirklich auch interessant, mal wieder innezuhalten und einfach nur zu schauen und zu hören. Und so hatten wir dann auch wieder Glück. David entdeckte eine Löwin oder einen Löwen, der hier sehr aufmerksam bei den ersten Fotoschüssen schon mal einen Blick wirft. Doch wir hatten es auch gesehen. Wir standen in einer Zwittersituation. Von hinten kam eine große Breeding Herd und wir wussten nicht, ob sie an uns vorbeimarschiert, zumal auch junge Tiere zu sehen waren. Auch die Löwen hatten es erkannt. Aber ich glaube, auch diese Tiere kennen ihre Grenzen. Und so war es kein Thema. Wir konnten uns hier einfach nur den Löwen zuwenden und genussvoll
diesen Momenten beiwohnen. Es sind einfach Katzen, auch wenn sie mal wieder ganz anders können. Wir haben immer Glück, aber wir werden auch heute noch mehr davon sehen. Das Löwen in der Mezzo geht mit dieser Trinkszene zu Ende und wir waren froh, die Tiere so in aller Ruhe beobachten zu können. Einige Pools haben wir noch entdeckt mit wunderschönen Wasserpflanzen, Reihern, die hier wirklich so vorsichtig durchs Wasser gingen, dass man das Spiegelbild sehr gut sehen konnte. Der Kranich hier, die besondere Form. Und auch die Hinweisschilder sind entdeckt. Und so geht es in Richtung Xakranaxa zum Entrance Gate, wo wir uns anmelden und danach unsere Campsite in Augenschein nehmen. Xakranaxa, Campsite Nummer 8 war das hier? 7. Eine fette Feuerstelle, die noch brannte. Nachdem wir alles eingerichtet haben, haben wir erst einmal eine Mittagspause gemacht, die wir genüsslich in den Dachzelten verbrachten, aber schon gleich sehen konnten, dass auch auf dieser Campsite die Elefanten wohl zum täglichen Geschehen gehören. Eigentlich wollten wir die Campsite in Richtung Dusch- und Waschhäuser noch ein wenig beobachten bzw. anschauen, aber dort stand ein Vertreter. Können wir uns irgendwie einigen? Wir wollten da gerne lang. Die Bäume ist nicht lustig. Na, lässt uns durch. Sieht nicht gut aus. Und bleiben auch oben. Ja, diese Unschlüssigkeit, ich kann es kurz machen, hat dazu geführt, dass wir uns zurückgezogen haben, denn er machte eindeutige Anstalten, uns nicht vorbeizulassen. Und so muss man seine Grenzen erkennen und wir haben ihn gewähren lassen. Irgendwie wirkte er ein bisschen rüpelig. Wir haben uns jedenfalls zurückgezogen und er hat dann auch abgelassen und sich stattdessen etwas weiter mit den Bäumen beschäftigt und hier mit seinen Stoßzähnen frische Rinde gerissen. Ui. Du bist cool. Ich hab Bild verwackelt. Ist schon okay.
Ja, mit einem ziemlichen Grumble hat er uns verlassen. Und dieser etwas durch Testosteron gesteuerte junge Bulle hat uns noch eine Weile beschäftigt. Wir haben erstmal Fotos ausgewertet. David bestimmt wie ein Vogel, den er entdeckt. Und auch gab es kurze Gespräche mit den Drivern der naheliegenden Campsite oder der Camp Lodge. Wir haben dann erstmal die Runde auf der Campsite fertig gemacht, uns mal umgeschaut und waren mit unserem Standort ganz zufrieden. Alles von Wasser und Sumpf und letztendlich ja hier auch wieder alles schon. Sumpfland, da möchte ich jetzt auch nicht zu Fuß unterwegs sein. Ja, und Wasser gab es wirklich reichlich, denn im Nachmittags-Game Drive haben wir wirklich sehr viele dieser Passagen entdeckt. Da wir keine Winde und sonstige Selbstbergeeinrichtungen haben, ist man beim Wasser immer erstmal vorsichtig und sondiert vorweg, insbesondere wenn man noch nicht genau weiß, was einen erwartet. Hier jedoch war alles soweit okay, es gab keine Untiefen und das Wasser ließ sich easy durchfahren. Auf der anderen Seite hatte ich natürlich das Problem, per Füßchen da durch zu müssen. Hier mal Footprints von Elefanten, die oftmals ihren Rüssel schleifen lassen, und hier kann man diese wellige Spur neben dem Reifen sehen, ist eine Elefantenrüsselspur. Die Flusspferde hinterlassen auch herrliche Prints, und so geht es denn an diesem Abend in die Dämmerung über. Und wir haben einen herrlichen Sonnenuntergang, der aber schon anzeigt, dass noch reichlich viel Wasser in der Luft ist und uns auch in den nächsten Tagen erreicht. Der Sonnenuntergang war wunderbar und so sind wir dann abends zum Waschhaus gegangen. Doch als wir zurückkommen, haben wir am Baum ein kleines Janet entdeckt. Das ist die kleinste Katzenart, die es hier in Botswana gibt. Eigentlich in der Größe einer Hauskatze mit lustigen Ohren, ein ganz aufmerksames Tier, das wir hier versucht haben festzuhalten. Und in der Nacht sind wir dann noch einmal los, denn wir haben dieses Gerumpfe neben uns gehört und konnten hier eine Flusspferddame mit ihrem Jungen beobachten, wie sie unmittelbar am Wasser unserer Campsite weideten und wirklich sich dabei nicht stören ließen. Im Nachhinein ist uns schon bewusst, dass diese Tiere relativ fix sind, aber zum Glück kam ein neuer Tag. Und der fing natürlich gleich wieder lustig an, denn auch dieser Kollege hatte echt was dagegen, dass wir nun an dieser Stelle die Pfütze umfahren wollten und wir hatten ihn wirklich nicht hinter dem Busch gesehen. So heißt es erst einmal Rückzug, abwarten, was er macht. Und als wir gesehen haben, dass er sich hier mehr mit dem Busch beschäftigt und weiter grasen will, haben wir es als Verstecken interpretiert und wir sind dann ganz langsam an ihm vorbeigefahren, auf unseren Game Drive. Wir hatten gestern von den Fahrern gehört, dass es einen Kill gegeben hat und hier sehen wir die relativ schlechten Aufnahmen noch, die gleich etwas besser werden. Zwei Weibchen, die hier noch an einem Wasserbüffel hängen. Das Löwenmännchen, offensichtlich voll gefressen bis zum geht nicht mehr, rollt sich hier erst einmal in Richtung Büsche und gab dann wirklich ein recht komatöses Bild, während seine beiden Weibchen noch mächtig am Kill Fleisch gezogen und Sehnen gebissen haben. Es knirschte jedenfalls mächtig. Wir haben diesen Kill dann in der Zeit weiter beobachtet. Der Löwe hat jedenfalls nur noch gelegen und gehechelt. Später sind wir dann nochmal vorbei und wir haben hier Ede und Fred entdeckt. Beides Geier, die sich natürlich auch noch um den Kill gekümmert haben. Und am Ende des Tages sah es dann so aus. Nur noch das Gehirn, der Schädel, die Wirbelsäule bis zum Becken und die Rippen waren zu sehen. Alles andere war verschleppt. Und so ein Wasserbüffel muss es gewesen sein. Denn diese Tiere hier
wichen nicht unserer Fahrbahn. Über den Airstrip, der alte Flughafen, der aufgegeben worden ist, sind wir dann rausgefahren in Richtung Paradise Pools, weil wir die noch einmal anschauen wollen. Alles stand reichlich unter Wasser, denn die Niederschläge sind doch recht ergiebig und wir trafen auf diesen einsamen, einzelnen Bullen, der offensichtlich hier gleich Anstalten unternimmt, hinter uns herzukommen und unser Auto anzugreifen. Aber vielleicht war er der Partner des gestern Gefressenen und daher ein wenig verstört und unruhig. Mal wieder eine Brücke und eine sehr, sehr lange Brücke. Und wir sind deshalb erst einmal vorsichtig, das Umfeld sondierend, die Brücke inspizieren gegangen. Es war sehr feucht und die Brücke machte wirklich einen etwas desolaten Eindruck, doch für die Verhältnisse, die wir schon kannten, war alles so weit okay, dass wir beschlossen haben, einfach mal drüber zu fahren. Auf die Halbinsel, die dahinter lag. Es war schon spannend. Es knirschte und knarzte. Und ich war mir meiner Sache zwar sicher, aber trotzdem ist man mit hoher Anspannung und großer Aufmerksamkeit dabei. Man ist so etwas nicht gewohnt. Und es war schon ein bisschen Überwindung. Hat aber richtig Spaß gemacht. Und so ist es auch eigentlich ganz gut gegangen. Nichts weiter wurde zerstört und wir konnten die Brücke so hinterlassen, wie wir sie vorgefunden haben. Das fühlt sich an. Nach der kleinen Brückenepisode haben wir ein wirklich tolles Refugium entdeckt, mit sehr vielen Tieren, die bislang in dieser Dichte noch gar nicht aufgetreten sind. Vor allen Dingen diese kleinen Mangusten hier waren wirklich eine Freude, denn das sind echt lustige Tiere und wir haben es genossen, sie zu beobachten. Hatten allerdings auch den Spaß, dass sie eine ganze Weile vor uns gelaufen sind. Die Affen, die uns David mit seinen Objektiven hier nochmal etwas näher holt, gaben auch einen ganz beeindruckenden Zusammenhang wieder. Ein großes Kollektiv. Überall wurde geguckt, beobachtet und aufmerksam verfolgt. Aber wir konnten hier weitestgehend unbehelligt unsere Wege gehen und es war nett, die Affen einfach hier so beobachten zu können. Wir sollten später noch andere Erfahrungen machen,
aber hier war alles okay. Offensichtlich gibt es Schlammschlachten auch im Tierreich. Blitzt es auch schon. Da ist es noch hell und dahinter rum pumpelt es. Rechts, da hinten ist ein Elefant. Ja. Dreiviertelrad. Oh, nee. Nee, das wird dann da vorne, weil jetzt kommst du erst in den Hauptströmungsbereich rein. Komm zurück. Nimm den Stock mal mit. Zu riskant. Es war immer wieder äußerst überraschend, wenn man so beschaulich durch die Flächen fährt und dann plötzlich auf große Tiergruppen stößt, wie hier eine anfänglich gar nicht so groß erscheinende Büffelherde, die mit Jungtieren recht agil hier im hohen Gras zu sehen war. Wir haben erst einmal den Wagen ausgemacht und unseren Überblick verschafft und mussten feststellen, dass es wirklich eine richtig große Büffelherde war. Schon beeindruckend, solche Tiere, aber sehr friedlich gaben sie sich hier. Das sind ja mehrere. Es ist immer wieder beeindruckend, sobald man anhält und das Auge schweifen lässt, was doch für eine Tierdichte zu sehen ist. Und wenn dann David mit dem großen Objektiv die Tiere auch wirklich so präsent heranholen kann, ist es schon beeindruckend. Unbeobachtet ist man hier jedenfalls nie. Auch wenn wir nicht gerade auf der Speisekarte des Adlers standen, so hat das Krokodil hier doch schon einen Blick geworfen, aber hielt sich sehr bedeckt. Die Hippos schauen auch nur verhalten aus dem Wasser. Für sie ist hier keine Bedrohung gegeben. Und das Land ist schon gar nicht ihr Metier. Das ist nur nachts für sie etwas. Hier ist wohl ein Hippo aus dem Wasser gekommen. Denn hier sieht man die ganz fein verteilte Hippo-Scheiße, die mit dem Schwanz so abgebratzelt wird, sodass sie hier überall am Baum hängt und in kleinen Klumpen verteilt ist. Hier sind die Hippos schon durch.
Hier waren die Elefanten, haben ein bisschen Wasser gedrückt und Schlamm gemacht. Hipponodae. Außer dem Seeadler. Neben den vielen Reihern scheinen vor allen Dingen auch das Großwild hier, die üppigen Grasangebote der feuchten Umgebung zu lieben. Und mit Stolz kann man das eine oder andere Gehörn betrachten. Aufmerksam sind sie allemal und vor allen Dingen sehr schön anzusehen. Da ist es gut, eine lange Linse zu haben. Hier stand eigentlich nochmal eine Wasserfurt an. Ihr seht, drüben ging es weiter. Doch auf der anderen Seite kann man schon wieder einen Elefanten sehen und im Hintergrund waren noch mehrere, sodass wir hier erst einmal stehen geblieben sind und die Lage sondiert haben. Antilopen waren kein Problem. Doch der Elefant machte hier Anstalten, uns entgegenzukommen, und so haben wir erst einmal die Lage hier beobachtet. Denn eine Wasserquerung gleichzeitig mit einem Elefanten zu versuchen, ist keine gute Idee. Wir sind also still geblieben und haben ihn beobachtet, wie er hier souverän seines Wegs gegangen ist. Erst danach ging es für uns dann auch weiter. Auf dem Weg über die Mopane-Landzunge war das Streckenprofil ganz interessant. Es wechselten sich sandige Abschnitte mit Löchern, die später im Laufe der Strecke noch mächtig Wasser fassen sollten. Und wir auf unserem Rückweg aus dem Okavango noch sehr viel Spaß haben werden. Doch für uns geht es jetzt erst einmal zunächst entlang der Mopane-Zunge zum Gate und dann in Richtung Quai. Hier wurde noch an der Gate-Campsite gearbeitet, die Strohdächer wurden neu gemacht und wir haben hier erst einmal eine kleine Pause gemacht. Die lustigen Ground Quirrels, die hier einmal zu sehen sind wirklich lustige Gesellen und auch sie zu beobachten macht sehr viel Spaß.
Es gab jedenfalls reichlich Wasser und dazu die untergehende Sonne war immer wieder spektakulär. Es wird mehr Regen geben und so werden wir uns auf den Weg machen zu unserer letzten Campsite in Richtung Quai. Dort werden wir noch einmal mit den Wassern des Okavangos und den feuchten Abschnitten zu tun haben. Und wenn ihr Lust habt, da wieder mitzukommen bei unserer letzten Tour in Botswana im Okavango-Delta, dann gebt einfach einen Daumen hoch oder lasst ein Abo da. Auf jeden Fall freue ich mich, euch wieder mitzunehmen bei unserem letzten Teil in Botswana. Denn es geht über Quai, dann durchs Okavango zurück in Richtung Namibia. Ich freue mich jedenfalls, wenn ihr dabei seid und sage bis dahin, ciao!